Yolo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Letztes Mal sind wir mit Bannon-Szenario fertig geworden, oder Bannons und Terra-Szenario, und heute geht's weiter bei Locke, der in Zyphiga unterwegs ist, das ja irgendwie vom Imperium schon angegriffen worden ist. Und leider kommen wir schon zu spät und die ganzen Truppen sind eingefallen. Das Problem an dem Szenario ist, was, glaube ich, nirgends erklärt wird, abgesehen davon, dass er sagt, er muss jetzt auf komische Weise jetzt nach Narsch zurück. Man darf keinen von den Soldaten ansprechen, zumindest vorerst nicht. Und das ist etwas schwer herauszufinden, oder warum das so ist. Hier haben wir Duncans, ich sagt, dass es im reichen Mann, also in dem großen Anwesenhaus da, einen Geheimgang mit dem Luftzug, den haben wir schon letztes Mal gefunden. Und der wird auch dieses Mal wieder wichtig werden. Ich schaue noch kurz hier in den Keller runter, und das haben wir auch schon gesehen, da gibt es eine Treppe, die beim Haus rausführt. Und die wollen wir erreichen. Das wird allerdings die ganze Folge lang dauern, bis wir dort sind. Ich habe leider, ich sag's gleich her, das Problem ist, Seven hat immer noch die Sprintschuhe, das heißt, wir haben jetzt hier nur Laufschuhe, die wir auch ausrüsten wollen, und Genjian-Schuhe gleich jetzt mal, nachdem ich ja schon zwei Folgen lang hinausgezögert habe, oder eine Folge lang hinausgezögert habe. Wir machen folgendes. Wir sehen es dann gleich. Man kann mit den Genji-Handschuhen einfach in jeder Hand eine Waffe führen. Das ist deswegen besser als der Fehdehandschuh, weil beim Fehdehandschuh kann man einfach nur eine Waffe beidhändig führen und verdoppelt quasi ihre Angriffskraft. Während bei dem Genji-Handschuh hat man einfach zwei Waffen in der Hand. Man kann natürlich verschiedene Waffen mit verschiedenen Effekten tragen, was den Genji-Handschuh meiner Meinung nach besser macht. Ansonsten einfach alles am besten ausrüsten, also Federhut und Kung-Fu-Anzug. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen können. Da steht ein Soldat im Magitech-Armor, den sollten wir nicht ansprechen. Auch der ist etwas ungehalten, auf uns zu sprechen. Hier ist das Haus mit dem Säufer. Ja, wie gesagt, nachdem ich die Sprintschuhe nicht habe, kann ich hier leider nicht sprinten. Ah ja, genau. Genau, hier dürfen nur Händler durch. Das hilft uns jetzt nicht, wir sind kein Händler. Aber ich habe da schon eine Idee, und zwar gehen hier mal wieder raus und in das einzige andere Haus, wo wir noch rein können. Jetzt ein bisschen leiser drehen. Und zwar oben in den Item Shop. Da sind auch einige Leute. Ja, das habe ich in meinen Testläufen schon gemerkt. Wir könnten hier natürlich auch einkaufen. Wollen wir allerdings nicht. Wollen wir allerdings nicht, haben wir genug. Schauen wir noch in die Uhr vielleicht. Ist nichts drinnen. Da steht ein Händler. Wenn wir den ansprechen, passiert folgendes. Nein, ich bin Schatzsucher. Oder ich reiste die Uran ab. Okay. Ja, genau. Und dann kommt es zum Kampf, und hier wird auch nicht wirklich erklärt, was man machen muss. Man muss ihn nämlich bestehlen, den Händler. Und je nachdem, ob es klappt oder nicht, ich werde zwei, drei Mal probieren, wenn es nicht klappt, schneide ich die Versuche aus. Dann stiehlt man ihm nicht nur das Item, das er hat, sondern auch etwas ganz anderes. Das sehen wir dann gleich. Einmal noch probiere ich es, ansonsten schneide ich natürlich raus. Ja, hier, hat geklappt. Und wir stehlen ihm gleich seine Kleider. Er ist natürlich nackt jetzt. Oder nur in der Unterwäsche. Wir können uns als Händler verkleiden. Ja, sind ein wenig klein, aber der Preis war fein. Dann geht der Kampf zwar noch kurz weiter, allerdings der Händler kann nicht kommen. Ja, und liegt dann hier. Ist nicht ganz klar, warum sein Sprite nicht gewechselt wurde in einen Mann, der keine Kleider anhat, aber egal. Haben sich halt die Kleider dupliziert. Das soll noch das Wenigste sein. So, und jetzt gehen wir hier unten und lassen uns quasi vom Kleinen durch. Ja, dann können wir durchgehen da, und nachdem wir hier rechts schon geplündert haben, brauchen wir nur mal geradeaus raufgehen. Und da kommen wir hinten beim Haus raus. Hier gibt es einen kleinen Trick, und zwar, wir könnten hier direkt drüber gehen, habe ich schon erklärt, über die Brücke. Allerdings will ich das nicht machen. Ich will zuerst mal schauen, wo ich sonst hin könnte. Da natürlich nicht, Magitech Armor, aufpassen. Hier genauso nicht. Die will ich auch alle nicht ansprechen. Allerdings sieht man hier, wenn man aufpasst oder etwas wartet, da oben einen grünen Soldaten. Den gehen wir jetzt mal besuchen. Dauert einige Zeit, bis wir oben sind. Also da müssen wir quasi mit der Kirche ums Kreuz laufen hier. Aber wir haben ja Zeit. Den Weg runter, dann schneide ich dann raus. Ich hoffe, ihr wisst dann, wie es geht. Und wenn wir oben sind, dann sprechen wir auch den Soldaten an, und der sollte uns vielleicht mit unserem Dilemma weiterhelfen können, dass wir bei den anderen Soldaten nicht vorbei können.
Schauen wir mal, was der dazu sagt. Der verwickelt uns ebenfalls wieder in einen Kampf und da wird wieder gestohlen. Genauso wie vom Händler. Ey, wir bekommen einen Tonic und die Kleider. Das heißt, wir verkleiden uns jetzt als grüne Wache. Oder grüner Soldat oder wie immer. Der Soldat kann natürlich wieder entkommen. Und wir gehen einfach runter und sehen uns unten. Oder ich sehe euch unten dann wieder. So, wir sind unten und sprechen einfach mal den Typen hier an. Der zieht uns als seine Wachablösung und lässt uns einfach durch, nachdem wir ihn quasi abgelöst haben. So, jetzt gehen wir hier ins Café rein. Da sind natürlich auch noch grüne Wachen unterwegs. Die sollten uns jetzt allerdings nicht mehr interessieren. Und zwar... Die ganzen Soldaten können wir jetzt reden und ja... Oh, interessant. Und wer ist das? Oh. Ja, vielleicht hilft uns das später nochmal. Ja, leider habt ihr da so richtig schön in die Scheiße gegriffen. Zwei? Ich dachte, da gibt es nur einen, oder? Oh, es führt einer raus in die aus der Stadt. Ja, das sollten wir uns merken. Den können wir doch brauchen. Hier gibt es nichts zu holen, außer den Schnaps hier, den wir nicht nehmen können. Den können wir nur nehmen, wenn wir hier mit dem Händler wieder kämpfen. Weil wir stehen jetzt seine Kleider, verkleiden uns wieder als Händler. Nehmen die Schnapsflasche und schauen, ob uns der Typ, der dem reichen Mensch oder dem reichen. Oh, ups, verdammt. Dem reichen Typen da gedient hat, nicht einen Hinweis darauf geben kann, wie wir ins Haus kommen, ohne an irgendwelchen Wachen vorbeigehen zu müssen. Wir stehen hier übrigens pausenlos Federhüte, wir werden die später noch verkaufen, wir brauchen einfach gar nicht mehr so viele. Ja. Allzu viel zu sagen hier, einfach kommen lassen. Ja, was ich auch noch erwähnen wollte, das Gewinnspiel läuft natürlich weiter. Hier nehmen wir uns den Schnaps, genau, Großvater Schnaps. Und ihr solltet sowohl Daumen rauf als auch Kommentare hinterlassen. Ihr könnt natürlich nur gewinnen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst auf einem der Videos. Es werden natürlich nur die Videos gezählt, die zu diesem Let's Play gehören. Das heißt, die Folgen 1 bis inklusive 20 zählen da dazu. Und ab der 20. Folge werde ich dann kurz vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es schaffe, aber irgendwann werde ich dann die Gewinner auch in der Serie selbst verkünden. Nicht nur die Gewinner selbst, sondern auch wie viele Leute gewonnen haben und so weiter und so fort. So, hier gehen wir durch. Das wissen wir schon. Das ist ja das, was uns interessiert hat. Diese kleine Einlage hier soll etwas die Geschichte von Südfigaro erweitern. Habe ich so das Gefühl. Genau, und er kennt einen Geheimgang zum großen Anwesen. Leider hat er das Kennwort vergessen, das wir dem kleinen Burschen sagen müssen. Ja, schauen wir, vielleicht erraten wir es. Es ist so ähnlich wie bei Final Fantasy VII, die Szene mit dem Bürgermeister. Können wir uns drei aussuchen, wir kommen nur mit der richtigen weiter und das ist Mut. Und es ist immer die gleiche Antwort, also hier gibt es dann einen super tollen Geheimgang. Einfach runter. Dann wird man automatisch hier in den Hinterraum des großen Anwesens transportiert. Da waren wir ja schon. Geplündert haben wir auch schon, das heißt, wir brauchen uns nicht mehr kümmern darum. Nur raus. Und im Anwesen dann gibt es eigentlich nichts Neues zu sehen. Können nur mit den Leuten reden. Ah, es ist das Hauptquartier der Imperialen. Wie gesagt, hier jetzt, sobald man wieder in den Händlerklamotten ist, die Soldaten nicht ansprechen, die sind alle sehr aggressiv und wir wollen ja keinen Aufstand machen hier. Zuerst schauen wir mal hier, ob es hier etwas gibt. Ich weiß auch nicht, warum hier die Musik aufhört. Da, nicht den Soldaten ansprechen. So, aha, okay. Ist leider schlecht übersetzt worden nach hier, weil das ist offenbar ein vielleicht ist es ein japanischer Kinderreim mit dem Uhr aufziehen oder vielleicht ist es auch ein englischer, ich weiß nicht, ein amerikanischer, ich weiß es nicht ganz genau. Okay.
Schade. Ah ja, ich weiß schon, warum die Musik aufhört. Hier hören wir nämlich den Windpfeifen und das ist natürlich das Zeichen, dass wir hier in den Untergrund gehen können. So, und ab hier können wir die Kleider wieder wechseln. Das ist eigentlich eh egal. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier gibt es noch den Abgang, wo ich mir die Items geholt habe. Und hier gibt es drei Türen. Bei der ersten Tür bleibt Lock automatisch stehen und. Oh, ist das die Generälin, über die sie im Café geredet haben, oder? Ein Geist, der so rein ist wie Schnee. Und wir belassen es gleich bei Celes, unserem nächsten Partymitglied. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir Celes irgendwie hier rauskriegen. Hey, was? Kefka will Leute vergiften? Wozu? Und wieso schlagt ihr die? Was soll das? Okay, scheint ja nicht gut zu gehen. Keine Ahnung, was sie genau ausgefressen hat, aber es dürfte ziemlich schwerwiegend sein. Schauen wir mal, ob wir helfen können. Ja, wir machen das gleich jetzt. Jetzt bin ich nur eine Verräterin. Passt doch eh gut zu den Löwen, oder? Kannst du gleich mitmachen bei uns, oder? Natürlich nehme ich dich mit. Ja, ich kann dich vielleicht auch etwas tragen oder so. Ich weiß nicht, die Fähigkeiten einer Generälin können uns vielleicht auch bei den Löwen nützlich sein. Das Augenzwinkern von Locke, das sieht man wahrscheinlich in der originalen Version gar nicht mal so toll auf den alten Röhrenmonitoren oder auf den alten Röhrenfernsehern. Das ist das ganze Flimmern und so. Oh, und dann wollen wir den Soldaten mal untersuchen. Der schläft hier nämlich ganz gut vor sich hin. Und wir nehmen einfach den Schlüssel, den er hat. Das ist ein Uhrenschlüssel. Hey, was ist da los? Ja, das ist der nächste Schlafwandler. Das dürfte offenbar ein Running Gag sein in dem Spiel. Also sehr viele Personen wandeln hier im Schlaf herum. Hier gibt es nichts mehr, außer einen Speicherpunkt, den wir natürlich nicht brauchen. Wir arbeiten wieder mit Safe States. Und hier geht es dann im Endeffekt raus. Oder nicht ganz raus, sondern in dem Raum, wo wir schon mal waren. Die Uhr kennen wir ja schon, die eine hier. Die geht auch ganz normal. Allerdings, wenn wir zu der anderen Uhr kommen, wissen wir, die steht ja. Und jetzt, nachdem wir den Uhrenschlüssel haben, können wir sie aufziehen. Und das Aufziehen drückt den Schrank zur Seite und enthüllt eine weitere Tür, die wir vorher noch nicht quasi betreten konnten. Ah ja, bevor wir hier weitergehen, hier gibt es wieder Gegner, deswegen will ich mal ausrüsten. Und zwar Relikte. Nehmen wir ein White Cape, also ein weißes Cape. Und ist im Prinzip momentan egal, also. Ah, ich weiß schon, ich geb hier das Atlas-Armband an Lock, dann macht er ganz viel Schaden. Und das. Die Laufschuhe kommen an Celes. Lock kommt in die vordere Reihe. So, sie bekommt. Was sie genau für ein Schwert hat, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie den besseren Schild bekommt. Sie hat, glaube ich, etwas weniger HP als Lock. Also jetzt kommt mehr HP. Also ist nicht so egal. Es ist eigentlich egal, wer das bessere Schild hat. Lock hält schon einiges aus. So, und hier gibt es wieder einiges zu entdecken. Und zwar auch neue Gegner. Hier haben wir gleich 200. Was Runen sind bei Celes, werden wir bald sehen. Zuerst mal ihren neuen. Also einen neuen Zauberspruch Eis. Sieht ganz cool aus. Allerdings kann sie ihm noch nicht mit einem Schlag quasi die Hunde töten oder auch Soldaten, das geht sich noch nicht aus. Deswegen kann es sein, dass manchmal die Hunde entkommen.
Macht nichts, wir bekommen trotzdem genug. So, hier gibt es gleich mal, ich glaube, das ist die Eisenrüstung, die werden wir gleich Seles geben. Wobei es ja nicht egal ist, wer sie bekommt. Wir können es auch Lock geben. Bei ihr wäre halt der Vorteil. Ah, geben wir sie jetzt Seles. Ist besser so. Und hier. Schauen wir mal, ob neue Gegner sind. Es sind nämlich noch ein zweiter. Ja, genau, Soldaten sind hier nämlich auch. Wir haben ja nicht nur, wir können auch natürlich mit Seles wieder heilen, was wir auch brauchen werden, allerdings zuerst mal Eis und mit Lock einfach angreifen. Lock sollte in der Lage sein, hier zumindest Gegner in einem Schlag zu vernichten. Und auch Seles, zumindest die Soldaten sollten sich in einem Schlag ausgehen. Wir bekommen nachher ein Item, das uns mit Seles dann deutlich mehr hilft. Um ihre Zauber etwas stärker zu machen. Also nicht nur ihre Zauber, sondern. Ja, ihr werdet sehen, was ich meine. Hier gehen wir rauf. Dann gibt es da unten noch zwei Schatzkisten. Ich weiß nicht, warum die dritte offen ist. Falls das wer weiß, bitte sagen, schwere Schild brauchen wir nicht. Adelsdolch ist für Seles gar nicht so schlecht. Ja, macht etwas mehr Schaden. Ja. Nicht, dass Seles es brauchen würde. Hier ist wieder 200, das heißt, ich werde jetzt anfangen, die Kämpfe dann rauszuschneiden, weil es gibt hier, soweit ich weiß, keinen anderen Gegnertyp außer die Hunde und die Soldaten, deswegen will ich auch nicht langweilen damit. Das Problem an Seles ist, dass sie noch irgendwie sehr viel Mana verbraucht und nicht allzu viel Mana hat, deswegen, naja. Zumindest ist sie etwas nützlich. So, und beim Zurückgehen, genauso wie vorher, gibt es auch hier wieder einen versteckten Geheimgang. Und zwar, wenn wir hier runtergehen und den zweiten Background Layer deaktivieren, sehen wir hier. Das bin ich da richtig gerade. Irgendwie habe ich mich jetzt verlaufen, weil irgendwo wollte ich eigentlich vorher schon abbiegen. Ha! Vielleicht ist es der hier. Ah ja, genau. Da geht es nämlich zu einer Stiege runter, die wir auch mal uns anschauen wollen. Da gibt es nämlich auch tolle Items unten. So, zuerst. Na? Ein Äther, das brauchen wir vielleicht für jedes Mal. In dem Kübel ist leider nichts drinnen. Aber hier gibt es noch etwas, und zwar ein X-Trank. Und nicht vergessen, hier direkt unter der X-Trank-Kiste gibt es in der Wand versteckt noch eine Schleife. Die ist jetzt nicht so extrem wichtig wie vielleicht in Final Fantasy 7, aber man sollte sie nicht liegen lassen. Also. Dann geht es wieder zurück. Im Emulator kann man übrigens mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 die jeweiligen Hintergründe ausschalten. Das tut einem etwas leichter mit dem Finden der Geheimpassagen. Und dann gehen wir hier raus. Jetzt einfach. Oh, Moment mal. Ist der richtig jetzt? Ah ja. Moment kurz. Na, ich weiß schon, ich müsste eigentlich da gerade runtergehen und nicht einfach zur Stiege abbiegen. Ich kurz verirrt hier. Aber es macht ja nichts. Hier gibt es noch eine Kiste, die ziemlich wertvoll ist. Und zwar gibt es hier Ohrringe. Sind auch ein neues Relikt. Und das werden wir gleich gegen die. Was werden wir machen? Ja, gegen die Laufschuhe austauschen. Die Ohrringe erhöhen die Magiestärke von Zaubern um 25% und man kann auch zwei Ohrringe, sofern man sie hat, gleichzeitig anlegen. Das heißt, übrigens hier, dieser Eingang führt ins Nichts. wir haben momentan nur einen, das heißt, wir können Seles Angriff quasi maximal 25% verstärken. Und das ist ganz gut, weil jetzt kann sie auch die Hunde quasi mit einem Schlag erledigen. Ja, ja, Locke hat sich schon wieder verliebt, gib's zu. Also, wir gehen hier raus und sind dann quasi auf der Rückseite dieses komischen Hauses und können einfach aus Südfigaro abhauen, was wir auch machen werden jetzt. Und hier auf der Weltkarte können wir, ich weiß gar nicht, ob wir Sabins Hütte besuchen können. Wir probieren das kurz mal. Schauen wir mal, ob wir doch
wieder schlafen können hier. Das wäre nämlich ganz cool und könnten wir uns auf die folgende Reise vorbereiten. Ah ja, es geht sogar. Cool. Speicherpunkt gibt es hier leider keinen, aber es macht ja nichts. Sorry übrigens für die lange Folge, aber ich glaube, euch stört das nicht. Wir haben nämlich noch etwas vor hier. Und zwar wollen wir jetzt Richtung Marsch gehen. Und natürlich hier die Höhlen durch Marsch kennen wir schon, sind wir schon einmal durchgegangen. Das ist auch das erste Mal, dass wir hier eine Kiste aufmachen können, die etwas Besseres enthält und wo sich der Gegenstand dann quasi ab jetzt nicht mehr verändert. Komisches Geräusch übrigens, keine Ahnung, was das sein soll. Natürlich weiß ich schon, was das Geräusch ist. Die Gegner hier haben sich nicht verändert, das heißt einfach... Oder? Ah, stimmt, das sind sogar neue Gegner. Schauen wir mal, ob wir damit Eis ganz gut zurechtkommen. Puh, Lock macht so viel Schaden. Ja, leider gibt es jetzt ein bisschen den Langsamspruch hier. Oder ein Stopp ist das sogar, glaube ich. Egal, probieren wir hier mit Eis, dann geht das schon. Wir wissen ja, am Anfang der Höhle ist eine Steinquelle, das heißt, wir können uns dort wieder mit Mana und HP auffüllen. Brauchen jetzt nicht unbedingt so viel sparen. Ich werde einige Kämpfe jetzt herzeigen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, insgesamt drei Gegnertypen gibt es hier. Und das ist eine Kiste, da sollte ein X-Tank drinnen sein, genau. Und der wird nicht mehr besser später. Die anderen Kisten, das sind glaube ich, es sind noch zwei andere Kisten hier. Die zwei anderen Kisten würde ich noch liegen lassen, da gibt es noch bessere Gegenstände. Beziehungsweise eine Kiste, das wäre die, nicht die hier rechts, die da liegt, sondern wenn wir geradeaus gehen und da oben weiter, geht es ja, schon wieder das komische Geräusch. Wie gesagt, das komische Geräusch, keine Ahnung was das ist. Und hier oben gibt es, die Stiegen rauf, gibt es eine Kiste, die hat ein... ich glaube es ist ein... Was ist mit meinem Ton los? Egal. Es müsste eine Donnerroute sein, die ist jetzt ganz schön gut. Ich warte trotzdem bis auf später, bis noch ein besseres Item drinnen ist. So, hier nochmal ein Kampf. Gibt es eigentlich doch nur zwei verschiedene Gegner hier. Also die Trilobit und die Primordial. Irgendwas hat jetzt meinen Sound verstellt. Sorry, wenn ich jetzt etwas zu laut bin momentan. Wir sollten Lock vielleicht doch kurz mal heilen. Können wir gleich machen. So lange dauert die Folge eh nicht mehr. Wir haben ja noch genug Mana für Seelas. Hier gibt es eine Steinquelle. Die kennen wir ja schon. Und ein komisches Geräusch. Und ich will hier kurz bei der Steinquelle mein Equipment umstellen. Wie genau, zeige ich euch gleich. So, Ausrüstung sieht folgendermaßen aus. Ich habe bei Seelas den Mithril-Säbel, um den Adelsdolch etwas für später aufzuheben. Mithril-Schild, Federhut, Lederrüstung, weißes Cape, wobei, die werde ich auch noch wegtun und ich glaube, die werde ich wegtun, ja. Und Windlanze, schwerer Schild, Feuerhut, Federhut und Konfurenzug. Also hier noch die Relikte, werden wir alle wegtun. Und dann gehen wir einfach runter hier. Dann ist wieder dieses komische Geräusch. Was? Aus der Wand? Ah, es ist wieder ein Bosskampf, und zwar gegen den Tunnelpanzer. Aha, okay. Was soll das heißen? Okay. Ja. Dann probieren wir das gleich mal aus. Zuerst stehlen wir mal von ihm. Und dann... Sehr gut, die Windlanze. Das ist das, was wir stehen wollten. Dann probieren wir mal Runden bei Seelas. Und... Mit Lock können wir einfach angreifen. Ah, Gift oder was? Ah ja, genau. Und wenn der Tunnelpanzer dann hier angreift mit einem Zauberspruch, dann absorbiert den quasi Seelas und wirft ihn auf ihn zurück. Allerdings bei... Oh, also ich absorbiere ihn nur. Stimmt, geil.
Gehen wir hier mal mit Eis zu traktieren. Der Rest des Kampfes ist ziemlich einfach. Autsch. Aber so viel Schaden macht er auch wieder nicht. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir mit Au. Aha. Sollte das nicht eigentlich? Ah, okay. Ja, zumindest bekommt sie Mana dadurch. Ganz genau, wie die Runde funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Aber wir können mit Mana ja auch genug anfangen. Uns heilen und dann. Das können wir sowieso nicht abfangen. Oh. So nicht. Doch, würden wir schon dann gerne noch hier irgendwie Leben aus der Geschichte herausbekommen. Oh, das war schon. So viel hält er gar nicht aus. Der ganze Kampf ist etwas einfacher, wenn man bei Locke den Genji-Handschuh anhat und während des Kampfes die zweite Windlanze quasi in die Hand nimmt und den Wächter quasi fürs nächste Szenario frei hält. Allerdings, ich schaff's so auch, also ist nicht so tragisch. Und dieser Runenspruch wird später noch interessant werden. Ich hoffe, wir sind gerettet. Zumindest sind wir in Richtung Nage unterwegs. Und da treffen wir hoffentlich auch die anderen. Allerdings noch nicht jetzt, sondern jetzt kommen wir noch zu unserem tollen Mogri. Und wir können nur mehr ein Szenario wählen, und zwar das von Seven. Allerdings, die Folge dauert schon lange genug. Das seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Final Fantasy VI. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.